So. Bitteschön. Bitte schön, Dankeschön. Wir sind live wieder an alle, die wieder da sind oder neu dazugekommen sind. Hier ist die Akademie Intuitiver Wissenschaften, Wissenschaftler, am Sonntag, den 9.04.2017. Und wir haben live die Agathe dazugeschalten. Ja, Jena. Grüße dich. Und du hast dir heute was überlegt oder was hattest einen Impuls sozusagen, einen Impuls, dass wir gemeinsam über eine bestimmte Krankheit intuitiv forschen. Also einfach nicht aus dem Wissen, was es schon gibt, sondern einfach neu eintauchen und neues Wissen da herausholen aus uns und neue Erkenntnisse. Genau, und dann aber erstmal hallo zu dir nach schöne Bayern. Genau, das Allgäu. Das Allgäu. Ach so, ah, das wusste ich nicht. Okay. Okay, dann eben, warum vielleicht ein paar Worte? Die Akademie Intuitive Wissenschaftler hat die. Die Schrift. So, ja, oh, sorry. Hat die Absicht, einfach als europäische Universität einfach auch Krankheiten oder unheilbare Krankheiten, aber alle diese Sachen, die aus der Sicht der Wissenschaft immer nur von außen geschaut werden und nicht immer nur am Symptome gearbeitet wird. Wir können beginnen, wir haben schon eine Serie gemacht über unheilbare Krankheiten, kleine Schritte, dass es Wissenschaft ist, wenn man diese Sachen zuerst von innen und individuell schaut. Und dann durch diese Erkenntnisse kann man vielleicht Hilfe, kann man Methoden, findet man andere Möglichkeiten, wie wenn man gleich direkt irgendwie seziert und mit Außenbehandlung, nur mit Außenbehandlung arbeitet. Ne? Und deswegen freue ich mich sehr, dass du dieser Impuls gegeben hast. Freue mich riesig, dass ich sehe das so und wenige setzen sich zusammen und forschen gemeinsam, zumindest kleine Schritte. Und eben diese Symptom auf Symptomebene oder auf Krankheitsbildebene können wir individuelle Sachen schauen und du hast schon etwas vorbereitet, freut mich, ich bin glücklich. Ja, ich danke euch beiden ganz lieb. Das lag mir total, also ganz, wie sagt man denn, am Herzen. Und dann, wie immer, hast du halt oder ihr beide gleich sofort reagiert, dachte ich mir, wow, super. Bis ich dann das Video drehe und dann das wieder hochlade und hinmache und hin und her. Und dachte ich mir, ja, cool, super, haben wir das gleich live. Vor allem, also wie immer, ich fange gleich an, oder? Also das Thema ist Gehirnhautentzündung und ich rede jetzt wirklich ja aus eigener Erfahrung und dann auch natürlich von Klienten, mit denen ich Sitzungen hatte, was ich für Informationen bekommen habe. Und da ist so was Großes hinter dem Thema Gehirnhautentzündung, dass mir das so wichtig war, dass ich das mit euch, also mir wäre es wichtig, also ich würde gerne ein bisschen was drüber erzählen und wenn dann du, liebe Sabine und Jeet, wenn ihr dann auch noch mal reinfühlt und mir dann auch noch mal ein Feedback gibt und sagt, was ihr davon fühlt, was ihr fühlt und was ihr an Impulsen reinkriegt, wenn es in Ordnung ist, dann fange ich an. Gerne, ja. Und auch die Zuschauer, ne? Ist jetzt, ich glaube, Kerstin Landwehr ist auch dabei und gerne auch die Zuschauer, ja. Okay, also ich würde einfach sagen, vielleicht legt ihr euch einen Stift und einen Zettel zur Seite oder dass ihr Notizen machen könnt. Es werden geballte Informationen jetzt kommen. Ihr könnt ja das Video jederzeit wieder anschauen. Das ist ja das Schöne, weil der Cheat das so schön aufnimmt. Also das Grundthema hinter Gehirnhautentzündung, es ist ja so, dass wenn man das rein medizinisch nimmt, also nochmal, wir sind keine Ärzte, aber wir haben die Fähigkeit, energetisch Impulse wahrzunehmen, Dinge zu sehen und zu fühlen. Und ich denke, unsere Aufgabe hier auf Erden, das ist einfach, Krankheiten von einer anderen Seite zu betrachten. Denn ich glaube, ich bin nicht die Einzige und mittlerweile hat man erkannt, dass Ärzte einfach oft nicht mehr weiterhelfen können.
dass Ärzte selber total überfordert sind, selbst mit ihrem Fachwissen nicht weiterkommen und dann dieses austherapierte Menschen gibt, die einfach nicht weiterkommen. Und ich glaube, die Menschen, die jetzt hier in Resonanz gehen, die werden happy sein, dass wir Infos von uns kriegen. Das Thema bei Gehirnhautentzündung ist ja so, dass wir, man sagt, entweder durch Zeckenbiss, also Borreliose, oder eben durch einen Virus. Das heißt einfach, dass kein Zeckenbiss vonnöten ist, sondern einfach, dass eine Schwäche des Immunsystems ist. Und ich sage immer, bei jeder Krankheit ist natürlich das Immunsystem geschwächt, sonst könnten wir nicht krank werden. Das heißt, unsere Lebensenergie fließt nicht. Es sind Mangel an Liebe in unserem körperliche Ebene, im vielleicht Familiensystem, das haben wir auch begonnen, das Thema. Genau. Es ist so, dass ich das Thema Gehirnhautentzündung jetzt auf verschiedenen Ebenen angehe. Es wird immer hin und her hüpfen, weil es einfach immer wieder Punkte sind, die dann in verschiedenen Ebenen reingehen. Also zu dem Thema Immunschwäche, das hat was mit dem Solarplexus zu tun, mit diesem Willensstärke, Willenskraft, und oft ist es so, dass uns als Kind schon der Willen gebrochen wird. Also es geht dieses, warum ist mein Immunsystem schwach, hat mit unserem Solarplexus, mit unserem Selbstwert, mit unserer Selbstliebe zu tun. Also da geht es schon mal los, das ist jetzt nur ein kleiner Teil, den ich hier ansprechen möchte. Das Wichtige ist, die Zeichen sind jetzt medizinisch gesehen, also Kopfschmerzen, Schwindel, Blasenentzündung, steifer Nacken, Magenbeschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, überempfindliches Nervensystem, so wie wenn man dich berührt, du hast das Gefühl, deine Haut verbrennt oder das tut weh, die Nerven allgemein, Geräusche, das Licht bei den Augen, die Augen sind sehr überempfindlich, Fieber oder eben ja, so wie wenn man Gliederschmerzen hat, wie wenn man erkältet ist, aber jetzt natürlich ohne Husten. genau. Das Thema war also für mich, was ich festgestellt habe, Tod, Flucht vor den Emotionen, vor sich selber, vor seiner wahren Größe. Natürlich durch diese Existenzangst, dem Tod nahe sein, findet eine Neugeburt statt. Es sind Ängste dahinter, Mangel an Urvertrauen, man ist nicht im Gleichgewicht, in der Balance. Und für mich der große Punkt hier ist, und das war wirklich eine Klientin, die ich übrigens bekommen habe durch euch beide, lieber Jeet und Sabine. Schön. Die hatte das Thema und sie musste wirklich kein Wort sagen, weil ich genau wusste, um was es ging, und das ist das Thema Einweihung. Ja, bei Einweihung ist es so, dass wir einen sehr hohen Energieinput erhalten. Ich gehe nachher nochmal ganz explizit darauf ein, es ist das Thema Einweihung. Einweihung heißt immer, es kommt eine neue hohe Schwingung in unseren Körper. Wenn aber unser Körper nicht frei ist von Blockaden, Schmerzen, alten Themen, die in unseren Meridianen stecken, entsteht ein Kurzschluss. Und das ist, was geschieht mit dieser nervlichen Überreizung. Ja. Und diese Meridiane, die bei einer Gehirnentzündung hauptsächlich involviert sind, ist der Magenmeridian, der Blasenmeridian und die Gallenblase. Beim Magen ist es so, dass das sich eben zeigt, dieses Übelkeit, Erbrechen. Und das Magenthema sind ganz oft Suchtthemen, Abhängigkeiten. Das heißt, Abhängigkeiten in der Familie, in Beziehungen. Es können auch gravierende Suchtthemen sein. Ich zitter gerade, ich bin total nervös, weil es ist so, also da geht richtig die Energie durch. Auch Suchtthemen wie einfach Gegenstände. Ich weiß, was ich jetzt zum Beispiel, also ich sage jetzt nicht rauchen, weil das machen ja viele. Sagen wir jetzt mal schwere Abhängigkeiten von, habt ihr vielleicht eine Idee, halt, was weiß ich jetzt, zum Beispiel Drogen oder was gibt's noch, Sex gibt's, Spielsucht, solche Sachen. Kaufsucht gibt's. Denksucht. Mindsucht. Esssucht? Mind, Denkensucht, das ist die größte Sucht. Denken, viele können das Denken nicht abstellen. Ja. Und zu dem Thema, der Magenmeridian ist
die Affirmation, ich bin zufrieden, ich bin ruhig. Das heißt, in sich, mit sich zufrieden sein und in sich ruhig sein. Und dann passt das jetzt mit dieser Denksucht. Das heißt, wenn dann so viele Gedanken da sind, dass man ständig aus der Mitte hüpft, das ist auch eine Ruhe in unserem Gehirn, in unserem Kopf, in unseren Gedanken. Dann der Blasenmeridian, das sind dann die Themen wie Emotionen, Gefühle zulassen, Wut zulassen. Frauen haben ganz oft Blasenentzündungen. Gerade wenn sie mit einem Mann geschlafen haben, dann ist es wirklich oft so, dass, das ist aber wieder ein anderes Thema, dass wenn Männer oft nicht in ihrer Mitte sind, und die Frau natürlich auch nicht, sonst würde sie das nicht zulassen, dass der Mann die Frau dann sozusagen als Abfalleimer, emotionalen Abfalleimer benutzt. Ja, aber die Frau, es sind immer, gehören beide dazu, die lässt es zu, dann entwickelt sie eine Wut, die sie nicht auslebt, nicht ausspricht, nicht zulässt und dann diese Wut unterdrückt, dann entsteht ganz oft eine Blasenentzündung. Können aber auch alltägliche Dinge sein, hat nichts mit Sex an sich nur zu tun. Das Thema bei Blase ist Frustration, Ungeduld, Ratlosigkeit, Schüchternheit, Traumata. Also diese Punkte habe ich jetzt aus der Kinesiologie. Beim Klopfen zum Beispiel, da werden ja die Meridiane bearbeitet. Da gibt es Frank Kinslow, Fred Gallo, genau, da könnt ihr auch nachgucken. Die Affirmation ist: Ich bin ausgeglichen, ich bin friedlich. Ja? Also die Blase steht eben für diese Emotionen. Und wenn die Emotionen nicht im Gleichgewicht sind, also wenn wir sie nicht in uns fließen lassen, sie entweder ausbrechen oder total unterdrückt werden, geht es ganz oft auf die Blase. Also Menschen, Frauen, die chronische Blasenentzündungen haben, bitte, hier ist zum Beispiel eine mögliche Antwort. Gallenblase, ganz extrem bei Gehirnhautentzündung, also mehr als Blase und Magen ist die Gallenblase sehr betroffen. Die Gallenblase reguliert, geht ganz viel Meridiane am Kopfbereich, das ist dann der Schwindel, die Kopfschmerzen, Menschen, die Kopfschmerzen haben. Thema ist Wut, Aggression, auch die Kreativität, wenn kreative Menschen unter euch sind, und wir sind ja alle kreativ, das ist auch diese linke und rechte Gehirnhälfte wieder, wird Kreativität unterdrückt. Der Gallenmeridian geht auch seitlich an unseren Beinen entlang. Menschen, die oft Probleme haben, nicht frei und leicht laufen zu können, das ist die Gallenblase. Das heißt, wir sind nicht frei, wir sind festgebunden, wir sind gefesselt, wir fühlen uns gefangen. Und die Kreativität in uns möchte den Ausdruck erhalten. Das heißt, diese ganzen Meridiane sind mit diesen Themen sozusagen blockiert. Ja? Und die Affirmation bei der Gallenblase ist, ich wende mich mir selbst und anderen in Liebe zu. Ja? Das hat auch was damit zu tun, diese Selbstliebe und flexibel sein. Also auch dieser, wenn man Gehirnhautentzündung hat, dass ich das immer wiederhole, dieser steife Nacken, das ist links sich wenden, rechts sich wenden, ich wende mich der weiblichen Seite und der männlichen Seite in Liebe zu. Und ich habe einen inneren Mann und eine innere Frau, das zeigt sich auch im Außen. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt immer Probleme mit Männern habe oder immer mit Frauen kollidiere, dann hat das was mit meiner inneren Frau oder mit meinem inneren Mann zu tun. Und das ist auch dieser Gallenblasenmeridian ist sehr stark involviert. Ich habe aufgeschrieben, es geht um die Meisterschaft und es ist auch so, dass diese neue Einwand, die Energie möchte in uns rein, das heißt, die Kanäle sind betroffen, die frei sein sollten, damit unsere Medialität ansteigt, sich erhöht, klarer wird und klar ausgesprochen wird, klar gesehen, gerochen. Also die ganzen Meridiane am Kopfbereich sind sehr wichtig und natürlich auch die Beine, die für die Erdung wichtig sind. Die Meisterschaft ist nicht mehr zu springen und deswegen entsteht auch dieser Kurzschluss, weil man Angst vor diesem Tod hat. Eine Meisterschaft ist ein Sterben in uns, etwas Altes geht, dass etwas Neues geboren wird und zwar unser reines, wahres Wesen hier auf Gottes Erdboden. Und dann ist es nicht mehr ein Sprung, sondern ein leichter Übergang ist wahre Meisterschaft, wenn es einfach ein leichter Schritt, ein nach vorne gehen ist. Und wenn uns sowas geschieht, dass wir krank werden und absolut gestoppt werden und in Stillstand gehen, dann ist es kein leichtes Überschreiten, sondern es ist ein absolutes Blockiertsein. Und dann komme ich in die Ruhe. Das heißt, die Krankheit zwingt mich,
was ist los? Ich schaue nach innen, ich gehe nach innen und gucke, was ist mit mir emotional, körperlich los? Also dieses, wenn man sagt zum Beispiel, der rechte Arm ist blockiert oder die beiden Arme, heißt, ich bin gebunden, ja, ich kann nicht in die Handlung gehen, ich kann die Dinge nicht anpacken. Also jede Krankheit zeigt uns etwas. Und bei der Gehirnhautentzündung ist es so, dass wir ja, das geht also im Nerven, also im Gehirn, also diese Krankheit wird oft durch das Punktieren, also die Ärzte punktieren dann, setzen eine Nadel in, also jetzt hoffe ich, dass ich es richtig sage, also die stechen in den Rückenmark, nicht in den Rückenmark, die Gehirn, also wo das Gehirnwasser drin ist, wo, also in die Nerven, irgendwie am Rücken stechen die hinten rein, entnehmen Gehirnwasser. Und dort wird untersucht, ob eine Entzündung also vorliegt. Eine Entzündung heißt immer Wut, Ärger, Zorn, ja? Also etwas kann nicht abheilen, es ist entzünden, da ist eine Energie, ein Feuer drinne. Und es, dieses Feuer, also dieses Gehirnwasser ist entzündet. Und das liegt daran, dass uns, also man sagt ja oft, die Kundalini-Energie, wenn sie erwacht, dann geht sie an unserem Rücken hoch. Das geht über unser Nervenwasser. Und wenn dann aber diese Energien, die Meridiane blockiert sind, die auch alle über den Rücken laufen, entsteht dieser Kurzschluss und ein zu viel an Feuer. Jetzt haben wir auch das Thema, zum Beispiel ganz am Anfang war das zum Beispiel, eine Gehirnhautentzündung kann durch einen Zeckenbiss entstehen. Mhm. Eine Zecke steht für mich immer schwarze Magie, Energieräuber, ein Mangel, ein Ungleichgewicht an Energien. Das heißt, entweder gebe ich zu viel oder es wird mir unfreiwillig genommen. Dann diese Punktierung. Die Punktierung ist ein Verletzen der Nerven, ja, also bei mir zum Beispiel war es so, die hat erstmal voll daneben gestochen und dann habe ich erstmal einen Brüller losgelassen und dann ist es nämlich so, dass durch das Punktieren entsteht ein Loch hinten und dann nach der Gehirnhautentzündung ist es ganz oft, dass nach der Punktierung ist, entsteht oft ein Kopfschmerz. Bei Frauen zeigt sich das, bevor sie ihre Periode geht der Druck nach unten in den Unterleib, damit das Blut, das reinigende Blut nach außen geht, dass das Alte nach außen geht. Und die kriegen dann Kopfschmerzen. Das ist, weil durch dieses kleine Loch entweicht der Druck und dann geht der nach oben im Kopf anstatt nach unten. Also das ist auch mit ein Grund, warum dann Menschen unter Kopfschmerzen leiden, die nicht mehr weggehen bei der Punktion. Weil dieses kleine Punkt energetisch auch ganz schön viel ausmacht, auch wenn es einfach nur ein kleiner Nadelstich ist. Ich habe festgestellt, dass diese Blockaden im Körper, in den Meridianen oft aus früheren Leben sind. Und es sind ganz hohe Lichtwesen, die oft die Gehirnhautentzündung haben. Ich weiß, es wird gesagt, es ist durch Viren oder Bakterien wird es verursacht, aber ich sage immer, von nichts kommt nichts. Diese Einweihung soll uns, das sind verschiedene Ebenen in früheren Leben. Wir sind entweder, haben wir eine Einweihung nicht überlebt in einem früheren Leben. Es kann auch sein, dass wir hohe Lichtwesen hier auf die Erde gekommen sind, um etwas zu verändern. Und die dunklen Mächte, ich sage das nicht, um hier Angst zu machen, sondern um aufzuklären, weil wir sind Schöpfer und wir haben das in der Hand und wir brauchen keine Angst haben, wir können mutig sein. Und man kann es wirklich durch Liebe und durch eigene Selbstliebe auflösen. Das ist selbst schwarze Magie. Wirklich, bitte habt da keine Angst. Das ist heilbar, das ist lösbar, das ist alles. Wenn einer euch Angst macht und sagt, oh Gott, ja sorry, dann geht einfach einen Schritt weiter, schaut, wo das in Leichtigkeit gelöst werden kann. Es sind oft frühere Leben, wo wir eben körperlich gefoltert worden sind, geschändet worden sind und diese Blockaden, diese Schmerzen sind noch in unserer Aura. Was ich da empfehlen darf und kann, ist Menschen, die Aura-Chirurgie auf einer Herzensebene auch praktizieren. Da könnt ihr echt gern hingehen und nicht nur auf der Meridianebene, also das Klopfen allein hilft dann da nicht, sondern wirklich auch Aura-Chirurgie.
Ich habe es selber erlebt, ich war erschrocken, bestürzt, was dieser liebe Kollege aus mir rausgeholt hat, also unglaublich. Und ich fühle mich seitdem einfach nochmal viel leichter. Hab dann auch wirklich nochmal die Themen persönlich durchgegangen. Ich hatte das vor 7 Jahren und man sagt immer so, alle 7 Jahre ist eine Erneuerung. Und ich komme jetzt wirklich gerade an so einen Punkt, wo das Thema nochmal hochkommt, damit ich in mir nochmal diesen nächsten Schritt machen kann zur Meisterschaft, sage ich jetzt mal. Es sind oft, und zwar die Gallenblase steht für das Entgiftungsorgan, Gifte, Flüche, schwarze Magie. Und zwar Menschen, die euch verflucht haben, das setzt sich fest im Körper, in den Organen. Schwarze Magie geht immer auf Organe, ganz oft. Diese Gifte setzen sich auch in den Zellen fest. Also das sind wirklich verschiedene Themen. Das ist nicht mit einer Sitzung getan. Sorry, dass ich das jetzt hier so sage, das ist halt die Realität. Es sind einfach zu viele Themen in einem, deswegen sind es auch so ganz krasse, große Auswirkungen. Ja? Wenn es was Kleines wäre wie eine Grippe, das kriegst du mit einer Sitzung oder mit einem Energiesenden, geht es oft schon weg, ist bei der Gehirnhautentzündung nicht ganz so easy, weil da ein karmisches Thema dahinter steht und auch ein Lernprozess. Ja? Also es geht um dieses in die Selbstliebe gehen. Gefühle zuzulassen, die in einem sind, in einem schlummern, Ängste anzuschauen, Angst vor dem Tod und natürlich in seinem eigenen Gleichgewicht zu sein. Was ich empfehlen kann, ist außer dem Klopfen Auraschirurgie, zum Beispiel für das Nervengeflecht, ist es ganz wichtig bei einer Einweihung, da kommt eine super hohe Energie rein und unsere Nerven ist ganz wichtig, dass die stabil sind. Deswegen Yoga. Yoga hilft, unsere Nerven zu stabilisieren, zu reinigen, zu klären. Das geht über die Bewegung. Also nur energetisch ist nicht. Auch immer den Körper bitte mit einbinden. Kolloidales Gold schirmt negative Energien ab und es stärkt unsere Nerven. Das heißt, hohe Energien können durch unsere Nerven leichter, schneller durchfließen und sie sind stabil. Ja. Also das waren jetzt so die Punkte einfach mal im Groben, ja, um was es da geht, was die Hintergründe sind. Tiefer kann man dann gehen, wenn man dann einfach mal eine Sitzung macht und dann kann man dann wirklich speziell auf die Sachen noch eingehen, was genau und wie und überhaupt. Das waren jetzt so für mich die wichtigsten Punkte. Genau. Wow. Wow, schön. Uiuiui. Das war wirklich viel. Eben vielleicht einfach nicht erschrecken, weil viele Sachen sind natürlich individuell und es kann auch schnell gehen. Und eben in der Wissenschaft der Intuition, in der echten Wissenschaft gibt es keine Patente, sondern alles ist individuell. Was wir in Jahrhunderte oder Jahrtausende gesammelt haben, bedarf Menschen. So wie Aurena, die einfach erstmal so eine Anamnese machen können und die Punkte, intuitive Anamnese ist die wissenschaftlichste Form, denn wenn nur Materie analysiert wird und nicht das innere Internet, ist 0,5% der Information, die man bekommt. Ne? Meine Informationen sind, ich danke dir sehr für all diese Punkte. Ich kann das ein bisschen, es ist wie eine Besetzung. Das heißt, wenn wir in bestimmte Momente, ich sehe das immer aus dieser Seite, verzichten auf Leben oder verzichten oder geben auf, so deswegen der Tod. Dann kommen Parasiten, Bakterien und nisten sich Energien in uns ein. Ne? Emotionen und also die Erreger, die auch sehr gut Dietrich Klingert, Dr. Dietrich Klingert, das ist der die Borreliose am meisten Wege gefunden hat zu heilen. Ne? Ist ein schönes Video, was ich jetzt gefunden habe, wo ich auch einen Link geben kann. Und eben, das heißt, es gab einen Moment, wo wir aufgegeben haben. Das heißt, ein erster Schritt würde ich machen, dass wir eine gemeinsame Heilung machen
für alle Menschen, die aufgegeben haben, denn das war der Tod, wie du nennst es, Tod, Immunsystem kollabiert. Das heißt, es gibt Momente, wo viele Leute eben gesagt, ich kann nicht mehr, ich gebe auf. Also liebe Erreger, fresst mich auf, nimmt mich, was natürlich nicht möglich ist. Ne? Und deswegen wurde ich als erstes eine gemeinsame Heilung für alle, die aufgegeben haben, machen. Ne? Und dann eben neben diese Sachen wurde ich natürlich Reinigung der Emotionen zusammenbringen der unterschiedliche Körper, Astralkörper, Ätherkörper und so weiter. Und dann empfehle ich auch eine tägliche Wesenshygiene, was wir entwickelt haben. Und zwar jeden Morgen sind bestimmte Sätze, die kann ich gerne weitergeben, wo man, ich bitte um Verzeihung für alle Worte oder Negative, was ich gesendet habe oder Gedanken oder so. Das ist eine Reihe von Reinigungssätzen, Ängste, Sorgen, die ich mir gemacht habe, denn Reinigungssätze erinnern ein bisschen an diesen Moment, wo ich aufgegeben habe. Ne? Und ich weiß, es gibt Situationen, wir sind ja Menschen, wir haben die Möglichkeit aufzugeben, wir glauben, dass wir tot sind, aber wir sterben nicht. Und dieses Aufgegebensein schenkt uns die Natur diese Erreger, ne? Damit sie uns erinnern, schenkt uns die Krankheit, damit sie uns erinnern, das sind Fähigkeiten, die du hast, und wenn du durch die Erreger wieder eine Hirnhautentzündung bekommst, erinnert wirst, dass du dein Leben leben musst. Du kommst nicht drum herum, dein Leben zu leben und deine Talente oder das, wofür du gekommen bist, auf diese Erde gekommen bist. Und ist für mich jegliche Form von Krankheit oder von, ist immer eine Erinnerung an was Schönes, was uns die Natur eine Chance gibt, weil wir können nicht sterben, weil es lebt immer weiter und alles wird in Gleichgewicht kommen. Jetzt natürlich für viele sagen, oh je, oh je. Es können das oder ein paar Sachen sein, die das Ganze wieder rückgängig machen. Es kann natürlich lange dauern, aber wir haben jetzt viele, wir haben gestern auch eine Konferenz, Nullpunktfeld oder Nullpunktenergiefeld. Und meine Erfahrung ist, haben wir auch eine große auf Italienisch gemacht, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, eine mehrfache Programmierung oder mehrfache Heilung, wenn wir das, was wir tun, aus der Sicht des Nullpunktfeld machen, dann wäre möglich, anstatt 3 Jahre damit zu arbeiten oder 2 Monate, dass diese Heilung oder diese Umkehr viel schneller geht. Dass zum Beispiel alle Meridianen in Gleichgewicht gebracht werden oder alle Emotionen auf einmal gereinigt werden können oder also mehrfache Heilung und mehrfache Neuprogrammierung ist so, wie ich das verstehe, aufgrund unserer vielen Forscher mit der Akademie Intuitive Wissenschaftler. Ihr könnt gerne auch da kommen und auch durch die Drüsen. Es ist möglich oder wir sind am Entwickeln, dass wir schneller für diese Zeit die Möglichkeit haben, viele Sachen gleichzeitig in Gleichgewicht zu bringen. So, das ist jetzt meine Bestätigung und vielleicht mit anderen Worten gesagt, aber dann die Einweihungen auch, ist natürlich klar, ist wunderschön. Also für mich, für uns, wenn wir Einweihungen geben, werden erstmal alle Körper in Gleichgewicht gebracht und die Einweihung ist immer eine individuelle Sache auf etwas, was sowieso in einem ist, und diese Verbindung will vorbereitet werden und will gepflegt werden, und das ist für mich Prozesse, die bei uns so 3 Monate dauern, bis man die Hellsicht, die Hellfühligkeit und so auch bekommt. Ist für mich nie
Einweihung etwas, was von außen kommt. Ne? Ist immer Einweihung in das eigene, latente, potente Meisterschaft, die sowieso seit Jahrhunderten vielleicht mit uns ist oder durch uns wirkt. Ja, danke erstmal für dein Mitteilen, deine umfangreichen Erfahrungen damit, so weil du es ja hautnah auch erlebt hast da gerade. Und ja, genau, auch nochmal an die Zuschauer, dass also da kein, auch wenn das jetzt viel ist, für mich waren es jetzt auch sehr, sehr, sehr viele Informationen, so, also nochmal die Erinnerung oder die Einladung an alle, die jetzt da sind oder im Nachhinein das auch sehen. Geht es jetzt nicht darum, dass jetzt, oh Gott, ne, was ist da jetzt für mich oder ist das jetzt alles, trifft das jetzt auch alles auf mich, sondern die Einladung ist jetzt hier. Schaue aus dem, was du gehört hast, was für dich stimmig ist und schaue für dich, also fühle neu, für dich frisch mit allem, was du weißt oder jemals gehört hast, guck nochmal neu für dich und hör auf den Impuls und auf den Körper, was er dir mitteilt. Also ich habe auch alles gehört von dir und von Jeet und ich sage, wow, wie umfangreich und konnte für mich fühlen zum Thema Hirnhautentzündung, dass das auch ein Thema ist sozusagen und das ergänzt sich sehr gut, wenn wenn wir, warte mal, jetzt habe ich das eine Wort vergessen. Moment. Sozusagen, wenn wir uns nicht aushalten, wenn wir uns selber nicht mehr aushalten können, dann zieht sich unser System zurück. Und dann ist es auch das war dann ergänzend zu dem, was Jeet auch gesagt hat, also dann zieht sich unser gesamtes System irgendwie zurück oder verlässt möglicherweise unser Körpersystem zum Teil oder auch ganz. Und dann sind wir angreifbar sozusagen, entstehen Löcher oder entstehen Schlupflöcher, wo einfach die Bakterien, Viren, was auch immer, die Möglichkeit haben, uns zu besetzen. Ne? Das heißt, so, ja. Das habe ich mitgekriegt als wesentlichen Anteil auch sozusagen zu fühlen, inwieweit bin ich denn überhaupt in mir, inwieweit fülle ich mich, meinen Raum überhaupt aus und kann ich mich überhaupt aushalten, also so im Sinne von, ja, also die es gibt sehr viele Menschen, die können das gar nicht, die müssen sich immer irgendwas tun oder ablenken oder irgendwas, weil sie keinen Moment der Stille halten können, aushalten, weil sie dann sich aushalten für viele ein Thema. Also das ist so das, was ich noch dazu ergänzend wahrgenommen habe. Das heißt, so wie wir das jetzt machen, man kommt nicht drum herum, sich einzuschalten, aktiv zu werden, Schöpfer zu sein, nicht mental, sondern aus dem eigenen Sein. Und deswegen ist für mich wichtig, dass die Zuschauer, wenn das Mitfühlende auch gelesen werden, ich bedanke mich, ist hier ein wunderbarer italienischer Poet, Cenzo Casavola, der konnte nicht sprechen als Kind. Ne? Und dann hat er selbst entdeckt, dass wenn er Poesie spricht, alles in Poesie sagt, plötzlich sprechen konnte. Und er hat natürlich jetzt viele Bücher und er ist jetzt mit uns und der schreibt Kommentare, obwohl er natürlich überhaupt kein Deutsch versteht. Erstmal wunderschöne Frauen, wer ist das und so. Ich bin schön, wenn ich mich auf Deutsch spreche. Und so, was ich verstanden habe, ist, dass das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein und Selbstleben muss man das eigene Existenz bestätigen in Liebe, mit der Liebe und das ist der Schlüssel, um echt zu sein und sicher
im eigenen Bewusstsein stark zu sein, liebesfähig zu sein, das ist, was anzieht und was positive Energien entwickeln. Vielleicht irre ich mich, aber so habe ich intuiert. Tanti sbagli, Censo, sei bravissimo. Maram schreibt, ich finde euch toll, wow. Dankeschön. Wir dich auch. Papa Mojo, Einstieg in die Heilung durch Meditation? Fragezeichen. Zum Thema Gehirnhautentzündung jetzt? Ja, ja. Ich denke, bei der Gehirnhautentzündung geht es nicht um die Meditation, sondern wirklich die körperliche Reinigung, was in den Zellen ist, in den Meridianen. Da geht es wirklich um den Körper, dass die Energie in diesen Körper rein, dass sie frei fließen kann. Die Meditation ist gut, um den Geist reinzuhalten und dadurch entsteht auch Reinigung im Körper. Aber ich rede wirklich dann von, also auch auf die Ernährung achten, entgiften mal, also wirklich emotionales Entgiften, weil ich kann, es gibt Menschen, die sagen, oh, ich entgifte irgendwie dreimal im Jahr und jedes Mal sind sie wieder übersäuert und sage ich, ja, weil es die Emotionen sind. Es geht hier wirklich ganz klar um Emotionen, ja, die gelebt, die im Körper fließen wollen, das ist auch ein Gleichgewicht und die sich dann natürlich in den Zellen festlegen, aber auch ganz klar um frühere Leben. Also das ist, man sagt oft, ja, früher Leben, dies, das, es ist aber wirklich so. Und gerade bei ganz hohen Lichtwesen, und ich weiß, dass alle, die hier zuschauen, die sind angesprochen, ganz klar, es sind die Themen der früheren Leben auch mit enthalten. Also manchmal geht es ganz leicht, aber bei diesem Thema ganz klar ist es so. Ja, weil sich das manifestiert hat im Körper und einfach geheilt angeschaut werden möchte. Eben, sehr schön, das heißt, ich nenne es Wesenshygiene. Das heißt, es geht nicht nur den Körper zu reinigen. Deswegen diese Empfehlung täglich, so wie wenn man duscht. Wir haben eine Formel entwickelt, kann ich gerne diese Information weitergeben. So jeden Morgen die Ängste, die alles nacheinander, alles einzeln zu reinigen, das ist meine Empfehlung, weil viele Sachen, die sehr alt sind, kommen dann plötzlich in Erinnerung und dann ist einfach auch eine Programmierung für den Tag, damit sich eben keine Erreger, ne, so Erregersituationen, die dann andocken an irgendwelche versteckte Ängste oder versteckte Sorgen oder Hassenergien oder Wutenergien. Und eben deswegen das Reinigen des Körpers ist eine Sache und das Reinigen des Wesen, ich nenne es nicht Seele, sondern Wesen, weil das ist für alle Kulturen ist ein gutes Wort, ist für mich, war für mich oft eine Voraussetzung, was das Ganze beschleunigt. Ne? Aber im Grunde genommen, so mein Ding ist, wir kommen nicht drum herum, jedes Wesen ist ein Teil Gottes oder des Göttlichen oder der Existenz und jedes Wesen sollte in seine Schöpferkraft, dann hört alles auf. Ne? Wir kommen nicht drum herum, deswegen auch diese Konferenzen und deswegen auch diese Sendungen, ne? Die Einladung, jeder Mitschöpfer zu sein. Darf ich kurz, und zwar, also das geht ja auch um die Thema Gifte, die auch durch Flüche und schwarze Magie entstehen. Und ich denke, unsere Lernaufgabe ist es, damit konfrontiert zu werden, dass wir wirklich Menschen helfen dürfen und können und wissen, worum es geht, was wichtig ist, die einfach nicht in der Lage sind, so wie wir mit den Energien umzugehen und die auflösen zu können. Also es hat auch was mit einer Lernaufgabe zu tun, dass wir anderen Menschen damit helfen. Das ist nicht, dass uns das geschieht, oh Gott, wir haben jetzt einen Fluch abbekommen oder wir haben schwarzmagische Angriffe. Nein, wir können das heilen und auflösen. Hauptsächlich, dass wir es erlernen und dann anderen helfen damit. Also ich bin ganz stark damit konfrontiert worden, obwohl ich als Kind immer wusste, ich bin beschützt und auf einmal kam eine Zeit, wo ich so bombardiert worden bin, wo ich mir gedacht habe, was ist denn jetzt los? Wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Bis mir dann einfach mal klar geworden ist, dass ich jetzt so vielen Menschen damit helfen kann und diese Flüche mit so einer Leichtigkeit rausholen kann und verändern kann und diese Erkenntnis auch dahinter, dass das für mich ein Segen war, dass ich damit konfrontiert worden bin. Weil jetzt kenne ich mich aus, jetzt kann ich mitreden, ohne dass ich sage, ich habe es im Buch gelesen. So, ich weiß, worum es wirklich geht. Hm. Ja, und so.
dass ihr das bitte als Geschenk sieht, seht und nicht als Fluch, sondern als Segen, ja, dass ihr selber das Schöpfer seid und das könnt und anderen helft, und deswegen sind wir hier auf dieser Erde, als Schöpfer, als Götter. Ja, meistens dann hinterher, ne, wissen wir denn darum. Ja, da, in dem Augenblick. Ja, danke. Eben, vielleicht einfach, also wie gesagt, für mich, meine Erfahrung in den letzten 20, 22 Jahren, ist der erste Schritt, die erste Medizin, ist immer, wenn du dich vorstellst, dass du sagst, ich heiße so und so und ich bin auf diese Erde gekommen, um diese Fähigkeit zu leben, um das zu geben, um das zu tun. Das ist für mich der Beginn, die Grundlage des Selbstheilungsprinzips oder überhaupt des Heilungsprinzips. Wenn du das dir klar machst, was ist dein Talent, was ist deine intuitive Kompetenz, wir können das dir alle sagen, und dann für mich die Erkenntnis, dass alles, was dich eingrenzt, alles, was dir wehtut, ist einfach sozusagen, nach meiner Erfahrung, ist unterlassene Hilfeleistung. Unterlassene Schöpfer, lebende eigene Schöpferkraft. Ja. Und das alles ist nur eine Erinnerung, wie schön du bist und wie weise du bist. Das heißt, wenn wir gleich einen Schreck bekommen und sogar noch mehr Ängste und Sorgen darauf bauen, dann ist das der falsche Weg. Wenn wir nur von außen uns die Sachen behandeln lassen, das kann hier und da ein kleiner Erfolg haben, aber der einzige Erfolg, was für mich richtig grundlegend, wo das Immunsystem, wo die Erreger verschwinden, das sind praktisch die ganzen Erreger, sind alle Sachen, die du nicht erledigt hast, die du nicht erregt hast, die dich erregen, weil sie noch in dir sind und du nicht in Gleichgewicht gebracht hast. Aber der Weg Nummer eins, leben deine, erkenne dich, stelle dich vor in deine Facebook-Seite, in deine Internetseite, stelle dich vor, ich heiße so und so, so wie vorhin in das Interview mit Erika, ich bin ein feines Wesen, ich sehe Details, ich nutze diese meine Fähigkeit in den Medien, um Netzwerke zu bilden oder um Feinheiten zu erwähnen, und ich tue das gerne. Und wenn das aktiviert ist, ist das für mich die Grundlage, wo alle Heilungen, die wir machen können, oder alle Menschen, mit denen ihr verbunden seid, natürlich auch die Katze, auch Aurena oder Sabine oder ich, dann wird das alles. Aber ohne die Aktivierung deine Selbstermächtigung ist schwierig. Das heißt, alles, was wir machen, wird immer dahin führen, aktivieren deine Selbstermächtigung, und da werden wir immer drumrum machen. Wenn du es aber freiwillig machst, dann ist die Arbeit leichter. Ja, ganz kurz, also wenn ihr da draußen irgendwelche bestimmten Krankheiten habt oder Themen, dann schreibt doch einfach einen Cheat. Ich greife die gern mit euch gemeinsam dann auf. Ich habe noch einige Themen, die ich dann, also das werden heikle Themen sein, aber die ich einfach gern ansprechen möchte. Sowas wie Abtreibung und ja, Thema Sexualität, Selbstmord, also Suizid, solche Dinge, die möchte ich noch ganz gern auch ansprechen. Schön. Einfach in Zukunft. Und wenn ihr dann Fragen habt oder so, dann sagt Bescheid. Genau, Ich denke, die Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen, fällt vielen Menschen noch sehr schwer. Schöpfer zu sein ist eine große Verantwortung. Eben, aber viele haben Angst, etwas falsch zu machen, aber wir kommen nicht drum herum. Denn der Preis, den wir zahlen für Hirnhautentzündung oder was weiß ich was, es ist so hoch. Und eben, vielleicht meldet euch einfach auch in die Akademie Intuitive Wissenschaftler, in unsere Facebook-Gruppe. Und ich werde mich sehr freuen, alle Themen, die ihr habt, alles, was du genannt hast, sehr gerne regelmäßig, auch die Sonntage. Wir werden
die Termine machen und bekannt geben. Denn wenn ich schaue, Hirnhautentzündung oder Borreliose oder so, wenn ich im Internet schaue, gibt es nur auf der Metzger-Ebene, ne? Link, ne? Also wir vernachlässigen all diese Themen und wir reden oft immer viel von Spirit, Spiritualität und das und jenes, aber die Menschen suchen uns auch aufgrund dieser Symptome und das ist für die Menschen eine gute Brücke, wenn sie über diese Symptome uns finden. Ich habe eine Serie gemacht über unheilbare Krankheiten und Gruppenheilungen aus der Sicht des Feldes. Und das ist schon Tausende, Zehntausende von Mal geklickt worden, also wo ich immer eingeladen habe, alles von innen zu schauen. So, das heißt eben sehr gerne, ich freue mich riesig, wow, das ist genau, was ich einfach von der Akademie, warum die Akademie da ist. Ne? Das tut mir gut und das macht uns frisch. Ich mache jetzt den Link der Akademie, meldet euch. Keine falsche Bescheidenheit, jeder kann in die Akademie kommen, jeder ist intuitiver Wissenschaftler, meine Katze auch. Ne? Darf ich eine Frage an Sabine stellen? Du kannst ja so wunderbar mit dem Rücken da reinschauen. Kannst du mal gucken, was bei diesem Rückenmark oder halt bei dieser Gehirnflüssigkeit in dem Rücken, was da noch für eine Info steckt? Also ich weiß, dass das über die Nerven, über den Rücken läuft, aber irgendwie noch eine andere Info, kriegst du dann noch was? Ich habe mitgekriegt, Mutter und Nahrung. Es geht um, dass oft die Menschen sich bewusst machen oder hinterfragen oder fühlen, inwieweit haben sie die Nahrung abgekappt, also die mütterliche Energie sozusagen, die nährt. Nicht unbedingt, dass man noch ständig an der Mutter, an Mutter Nabel hängt. Ne? Irgendwann ist es gut, einfach sich abzunabeln, darum geht es nicht. Aber die mütterliche Energie oder dieses Vertrauen in das Leben, die Vertrauen an das große Ganze, so, das ist gemeint. Inwieweit bin ich damit mit dem Nabel der Erde oder des großen Ganzen verbunden? Inwieweit lasse ich mich auch nähren? Inwieweit bin ich damit verbunden oder gekappt oder habe es vielleicht möglicherweise verschlossen oder gekappt sogar? Also das kommt mir noch. Krass, super, vielen Dank, weil durch das körperliche Leid und Schmerz, was man uns zugefügt hat, ist ja diese Erdung gestört und wir brauchen ja die Erdung von Mutter Erde, damit wir uns sicher fühlen und im Urvertrauen sind, um in unsere Schöpferkraft zu gehen. Klar, super, danke Sabine, das war jetzt noch. Danke für die Frage, ja. Super, ja, cool, okay. Kirsten, Urvertrauen, schreibt die Kirsten. Ah, danke, ja. Kirsten. No, danke, ja. Ja, genau. Ja, super. Dann würde ich sagen, lass dich so stehen, oder? Ja, danke schön. Wie gesagt, das kann sich weiterentwickeln, wenn wir auch ein Symptom nehmen. Das andere, dass wir einen Abend mehrere intuitive Wissenschaftler dazu, damit jeder, der solche Symptome hat, eine ganze Playlist da ist, wo sich das einfach anschauen kann und dann diese andere Informationen bekommt, der Selbstermächtigung und Selbstheilung. Ne? Wow. Schön. Dankeschön. Ja. Sehr schön. Muss ich gleich benießen. Magdalena, danke. Wunderbares Erkenntnis. Ja. Ja, und eben Themen, die euch interessieren, so wie jetzt was Aurena gemacht hat, das seit Jahrzehnten freue ich mich oder warte ich stundenlang da, hoffentlich irgendjemand hat ein Thema, ohne dass ich immer die Themen gebe und bin ganz traurig, weine ich, weil niemand Initiative nimmt. Du geweint jetzt nicht mehr.
Jetzt wirst du voll. Esse nichts, esse keine Pasta, wenn niemand sich meldet. Also bitte so, jetzt fühle ich mich ernährt. Ja, jetzt. Die ganzen Kriegst. Schränke sind leer, gell? Die ganze Pasta ist alle und er sagt keine Pasta mehr. Also, Kirsten, das hat viel mit dem Ungleichgewicht zwischen männlich und weiblich zu tun. Eben dieser ganze Aspekt, der jeder sieht, ein so unglaublicher Aspekt. Und ich sehe wirklich den Sprung der Menschheit, ist das bei solchen Themen 5 bis 10 intuitive Wissenschaftler ein Aspekt sehen, alles mit Meditation gebunden wird. Und wirklich richtig gearbeitet wird, denn wir machen jetzt, wir geben einen Impuls. Vielleicht jetzt abschließend doch, für alle, die sich aufgegeben haben, ob wir jetzt okay wäre, eine Heilung zu machen, eine Heilung zu senden über Meisterenergien, über Wesen, Engelenergien, über Naturwesen, dass wir einen Impuls geben, der verstärkt wird. Und dass wir jetzt gemeinsam eine Heilung machen, für alle, die aufgegeben haben und zum Beispiel durch Hirnhautentzündung deren Preis ist. Ist das okay, dass wir das machen jetzt gemeinsam? Eben für alle, Zuschauer, bitte ihr auch, jeder kann das, ist niemand, der das nicht kann. Was Böses wünschen, wissen wir, wie das geht, aber was Gutes können wir auch, ne? Und vertraue, dass wir jetzt unterstützt von alle Meister, aufgestiegene Meister, die möchten, alle Engel, alle Wesenheiten, Naturwesen vor allem. Die Naturwesen können uns sehr helfen, was sie jetzt gerne tun, aufgrund dieser Einladung. Jetzt jeder auf seine Art eine Eilung von alle Wesen, die es möchten. Oder die es möchten oder sich nicht bewusst sind, dass sie es möchten. Wichtig ist, dass es erwünscht ist. Also wenn diejenigen, die es okay geben, die kriegen das jetzt natürlich. Ja, Ja, genau. eine Heilung der, des Aufgeben, ne, dass sie wieder Vertrauen bekommen und Mut bekommen. Jetzt. Ja, die auch ihre Wurzeln verloren haben, jetzt eben durch Kriege, also Flüchtlinge, die früher die Sudetendeutschen, also diese ganzen Themen. So, Jürgen oder Mathilde, ihr dürft jetzt, wir dürfen jetzt, das dauert 3 Tage lang, diese Heilung. Es wird über die Erde, die Naturwesen haben sehr stark gewirkt. Ein Schutz musste ich machen, weil sonst wären gleich Angriffe gekommen. Und auf eine Explosion von Energie und Schöpferkraft, so wie das Universum ist. Ich gehe nicht, weil ich müde bin, sondern sich was löst. Okay, Dankeschön. Ich bin wach. Das
arbeitet immer noch voll. Es geht echt um diese Lebensenergie, die einfach gelebt werden will, so wie Wut, Sexualität, einfach diese ganzen Bedürfnisse, einfach das Leben leben lassen, leben dürfen, leben sollen, lebendig sein. Genau. Juhu, also wir fangen an, keine Bremsen mehr. Ja. Dankeschön. Und eben, das dauert noch 3 Tage, ist meine Information. Das heißt, es wird weiterwirken. Wir müssen das nicht aktiv sein. Ich habe mich so programmiert, dass es meine Energie auch 3 Tage lang wirkt und der Schutz auch für die, die das machen, auch 3 Tage lang wirkt. Buonanotte, gute Nacht. Vimal, danke. Vimal schreibt dann in die Akademie und dann Bedeutung der Ernährung, ja. Ernährung ist auch wunderschön. Danke. Okay. Tschüss. Dankeschön. Einen schönen Abend euch. Danke. Tschüss. Dir auch. Vielen Dank. Bye. Danke an alle.